Ja, das Gebäude steht hier in Weidenhausen und das wurde gegenüber der alten Klostereinfahrt, dem sogenannten Bischofstor, im 17. Jahrhundert errichtet. Ja, nachdem der Hausschwamm dieses Gebäude befallen hatte und immer wieder Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden, war jedoch der bauliche Zustand des Gebäudes in einem sehr maroden Zustand, sodass sogar über einen Abbruch darüber nachgedacht wurde. Durch den Hausschwammbefall war das Gebäude auch sehr stark durchfeuchtet und es musste eine neue Fundamentierung durchgeführt werden. Die Mauerwerkssanierung war sehr, sehr aufwendig. Die historischen alten Fenster, die wurden in Eigenleistung innerhalb von 2 Jahren aufwendig saniert. Die wurden ausgebaut, zerlegt, wieder eingebaut und aus energetischen Gründen wurden diese zum Kastenfenster ergänzt. Und es wurde auch besonders darauf Wert gelegt, dass alle Baumaterialien, historische Baumaterialien, die vorhanden waren, in diesem Gebäude wiederverwendet wurden. Und da ich selber mit meiner Frau neben dieser alten Vogtei in einem alten Bauernhaus wohne, war es mir auch wichtig, dieses Gebäude vor dem Zerfall zu retten. Jedes Mal, wenn ich da beim Fenster rausschaute, dann sah ich immer mehr den Zerfall und eine Ruine. Aber es war nicht ein schöner Anblick. In einem Zeitraum von 11 Jahren wurde das Gebäude dann mit viel Eigenleistung unter den Bestimmungen der Denkmalauflagen aufwendig saniert. Ich könnte mir also Weidenhausen ohne diese ehemalige Vogtei nicht vorstellen. Wenn ich heute das Gebäude betrachte, dann löst es bei mir Freude aus, Genugtuung. Vor allem auch, dass man es geschafft hat. Der Denkmalpreis des Bezirks Schwabens ist eine ganz besondere Auszeichnung. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott.